Hallo, ich bin wieder im Auto. Klimaanlage, geil. Oh. Also ich bin echt well done. Wie man draußen sieht oder ahnen kann, bin ich genau richtig. Ich muss gleich Hackengas geben. Hier ist auch noch jemand gekommen vorhin. Aber eigentlich, wo ich zurückkam, war ich der Letzte. Die sind gerade eben gekommen, die mit dem Versa. Jetzt geht nämlich auch die Sonne unter. Ich habe den Tag also wirklich perfekt genutzt. Und war eine schöne Geschichte und auch sehr überraschend alles. Hat mir wirklich gut gefallen. Das will ich auch nochmal einzeichnen als kleinen Tour-Tipp. Also richtig gut, ne? Oh, ich nehme an, Opa haben sie gefunden, sonst wäre hier immer noch Alarm, nehme ich mal an. Dass sie immer noch nach ihm suchen. Der Hubschrauber kreiste vorhin sogar über mir. Ich dachte schon, reagier mal lieber nicht mit Winken. Nachher denken nur noch, ich bin zu retten. Habe einfach weiter geknipst und weiter gedödelt. Die schwirrten aber über mich rüber. Ich wollte auch nicht fotografieren, das wäre wieder zu auffällig geworden. Die schwirrten da über mir herum und einer guckte aus dem Hubschrauber raus. Und ja, dann sind sie wieder verschwunden. Haben aber viel auf der Ecke gesucht. Wir waren aber auch da vorne, wo ich war. Das ist ja gar nicht so weit weg eigentlich. Ich habe mich ja langsam rangearbeitet. So, jetzt fahre ich erstmal wieder nach Hause. Home Sweet Home. Puh, und ziehe mir ein paar kalte Bier rein. Also, mir reicht es jetzt erstmal für heute. Das war genug. Boah. Ich habe auch bestimmt, glaube ich, Sonnenbrand. Kann das sein? Na, ja, geht. Mich gut eingeschmiert mit meinem Copper. Wie heißt das Zeug? Copper. Copper Tone Sport. So ein Schussfaktor 50. Habe auch gesehen, das gibt es hier sogar 75. Ist unglaublich. 50, das ist echt gut. Ja. Schätze mich. So, was gibt's nun? Dann gibt es erstmal einen Sergeant Pepper. Und erstmal ein paar saure Neonwürmer. Die bringen wieder Kraft zurück. Denn die sauren Würmer, Sauerworms, die sauren Würmer, die bringen die Energie zurück in den Körper. Und Sergeant Pepper ja sowieso, ne? So. Lava. Oh, boah, bin ich kaputt, echt. Ah. So, ich mache mich jetzt vom Acker. Arrivederci. Oh, morgen nochmal so eine Tour. Oh, oh mein Gott. Besser warm und schönes Wetter als Pissen, als Regen. Also, schon okay so. Aber es ist anstrengend. Oh. Vor allen Dingen, anstrengend war es eigentlich so gesehen gar nicht. Anstrengend wurde es erst dann, wo ich nachher mal rumkraxeln war, nach diesem Krise Hill gesucht habe. Hochgekraxelt, ich denke, ey, scheiße, jetzt musst du auf die 100 Meter entfernt ist das. Und dann gucke ich so runter, ey, dann geht da 150 Meter, die ich mir vorher hochgekämpft habe, wieder runter, ne? Ich denke, ey, scheiße, wieder zurück in Wosch, ne? Runtergeklettert den ganzen Mist. 100 Meter weiter, wieder raufgeklettert. Noch so ein Wosch, ne? Das ist ja zerklüftet, das geht ja gar nicht. Da kommt man also nicht hin. Also da muss ich echt von der Nordseite angreifen und dann Richtung Süden laufen. Ja, also da unten am Wosch, das ist so zerklüftet, kann man voll vergessen. Also wenn ich da den richtigen Aufstieg gefunden hätte, wäre das Zufall gewesen. Aber ich habe nach dem dritten nachher aufgegeben. Ich habe noch keinen Bock mehr gehabt. Da brennen ja irgendwann die Füße, ne? Vor allem das Rumgekraxel da und fliegt da dauernd fast auf die Schnauze und alles loses Gebrösel und oh. So ein Dreckzeug. Ja, aber trotzdem, war schön, da mal gewesen zu sein. Und sich das anzugucken. Aber boah, vom Kraftaufwand her, das ging ganz schön in die Beine. Mann, oh Mann. So, das mache ich jetzt mal Schicht. Tschüss. War geil, der Hike. Tschüss.